Und da sind wir schon im Pre-Main-Event. Der British Bulldog, der in der letzten Woche Braun Strowman besiegt hat gegen Triple H. Ja, British Bulldog ist durch den Sieg gegen Braun Strowman natürlich übelst auf der Top Power 25 in die Höhe geschossen. So, und jetzt gibt's mal ein bisschen Geschichtsstunde, als der British Bulldog seinerzeit European Champion war. Lang, lang ist es her. Das war noch so Attitude Era. Oh, ich höre schon die Leute, ja, Attitude Era, geil. Wo er ja den Titel an Shawn Michaels verloren hat, also der British Bulldog. Und gab's ja dieses richtig, richtig tolle Match zwischen Shawn Michaels und Triple H um den European Champion Titel, wo Triple H ihn einfach nur so leicht berührt hat und Shawn Michaels daraufhin sehr, sehr brutal umgekippt ist. Also wenn das mal auf YouTube findet, guckt's euch an, ihr lacht euch kaputt. So, er hat ihn mit einem Finger sozusagen besiegt. Und das war ja auch diese große, große Fehde, die Generation X gegen die Hart Foundation. Richtig, richtig gute Fehde. Das war auf jeden Fall noch vor dem Montreal Screwjob. Also noch vor 1997, soweit ich jetzt richtig informiert bin. 96, 95, um den Dreh. Aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Ist schon, wie gesagt, sehr, sehr lange, lange her. Und leider, leider der British Bulldog ja auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Auf jeden Fall ist er schon relativ lange nicht mehr unter uns. Muss ich wirklich sagen, schade drum. Immer noch ein sehr, sehr ausgezeichneter Wrestler gewesen. Da wollte ich nicht hoch, aber müsste ich jetzt mal echt bei Google oder Wikipedia mal nachgucken, wie lange der British Bulldog schon verstorben ist. Ah, als Kind einmal in Bielefeld in der Seidenstickhalle, also damals hieß es noch Seidenstickhalle, gewesen, weil die Allied Powers angetreten sind. Oh, als Kind, ich war so glücklich. Und das wird nicht gekontert, sah aber ein bisschen weird aus. Was waren denn damals noch für Matches? Das war der Undertaker gegen Bam Bam Bigelow, der ja auch leider in der Zwischenzeit schon verstorben ist. Oh, da macht er das DX sein, das suckelt. Aber guck, ob Triple H jetzt gewinnen kann. Ja, Konter von Trips. Ja, der Ref ist man gerade bei 3, also das geht noch. Und jetzt darf der British Bulldog auch gegen den Ringpfosten. Ja, Ref ist bei 5. Jetzt ist er bei 6, das ist alles noch im Rahmen. Und da gibt es den Military Press. Wow, nicer Dicer hier. Und ein Dropkick gibt es auch noch hinterher. Ja, für den Power Slam liegt er einfach zu nah an den Ringseilen. Und da hebt er ihn hoch und nimmt Anlauf. Power Slam. Also Running Power Slam. Aber reicht es für den Sieg? Nein, tut es nicht. Triple H kommt raus und der British Bulldog beschwert sich. Der Ref hat wahrscheinlich zu langsam gezählt. Oder die Schulter war doch gar nicht oben. Oder ich habe keine Ahnung. Mal ein schöner Dropkick. Und was der gute Herr ja auch damals geschafft hat, das war der Royal Rumble 95. Müsste ich jetzt lügen, welche Jahreszahl es war, wo Shawn Michaels Nummer 1 geworden, also als erster in den Rumble gekommen ist, und der British Bulldog halt als Nummer 2.
Und die beiden wirklich die letzten beiden auch noch. Soweit ich weiß, waren die beiden auch die letzten beiden. Oder ist er schon vorher rausgekommen? Genau weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die beiden waren bis zum Schluss dabei. Und das war richtig, richtig gut. Und jetzt gibt's nochmal den Running Power Slam. Und da kommt Triple H tatsächlich auch nochmal raus. Ja, der British Bulldog weiß schon gar nicht mehr, was er hier machen soll. Ist ja fast wie im Match gegen Braun Strowman. Nochmal ein Dropkick. Jetzt geht er auf die Beine von Triple H los. Ja, Konter jetzt seitens von Hunter Hearst Helmsley, kann man ja auch sagen. Schöner Neckbreaker. Ja, macht das DX-Zeichen. Da gibt es den Knee-Drop auf den Vorkopf. Ich sage jetzt extra mal Vorkopf, weil wir sind mal... Stirn. Jetzt nimmt er ihn hoch. Wird das jetzt eine Powerbomb? Eine Powerbomb. Und was für eine. Und jetzt gibt es nochmal diesen Military Press Slam. Guck mal, hat der eigentlich noch einen Alternativ-Finisher? Nein, alles Power Slam. Das andere ist alles Military Press. Okay. Also ich glaube, wenn jetzt der Power Slam durchkommt... Er kam durch. Reicht es denn jetzt bis 3? Oder kommt da Triple H nochmal raus? Nein, der British Bulldog gewinnt dieses Match. Also der hat auch echt zwei große, große Matches jetzt gehabt. Größter Sieg bisher in KI. Junges Mann, ich kann kaum widersprechen, Cole. Fantastischer Sieg. Gibt es jetzt noch die Respektbekundung? Jawohl, die beiden shaken hands. Faire Gestik. British Bulldog und Triple H. Hätte man nie zu träumen gewagt, dass die beiden sich da... Wieso auf zwei runtergegangen, verstehe ich nicht. Passt schon, wir kommen jetzt zum Main Event. Ja, unser Main Event ist kein Match, sondern eine Promo von unserem World Champion, der gegen den Herrn verloren hat, den wir im vorherigen Match gegen Triple H gesehen haben. Ja, vielleicht finden wir ja jetzt raus, wer sein nächster Gegner ist bei Money in the Bank. Wobei es ja auch durchaus der Herr sein kann, der den Koffer abhängt. Menschen weh zu tun macht Spaß. Ja, doch, das passt zu ihm. Ich mag Menschen nicht. Ich tue Menschen furchtbare Dinge an. Das macht mir Spaß. Es gibt mal einen größeren Kick als alles andere auf der Welt. Und wenn jemand versucht, den Spieß umzudrehen und mir furchtbare Dinge anzutun, das motiviert mich nur noch mehr, sie in Stücke zu reißen. Das Glücksgefühl, wenn der Schmerz anderer Leute durch meine Adern fließt. Niemand kriegt seinen Kaffee. Vertrauen zu ihm. Ich werde ihn vernichten und zwar jetzt. Das passt. Ich liebe ihn, ich hasse ihn, ich respektiere ihn, ich will ihn zerstören. Tut mir leid. Aber er bringt meine Emotionen so durcheinander, dass es nur eine Lösung gibt. Ich werde ihn vernichten. Und das am besten genau hier, und zwar jetzt. Gleich. Ich versuche so ein bisschen diese dunkle Stimme von ihm nachzumachen. Das gelingt mir zwar nicht wirklich, aber... Er hat nichts, was ich nicht schaffe, so endlich rauskommen. Weil ich der Träume... Ja, genau. Der Keuer soll hier rauskommen, damit ich ihn in einen tiefen Schlaf versetzen kann. Samoa Joe, stell dich deinem Albtraum. Ernsthaft, Samoa Joe? Wieso wollen sie den jetzt in Main Event pushen? Goddammit. No. Braun Strowman ist ein Worst Nightmare. Da haben wir ihn ja. Joey! Okay, dass Braun Strowman jetzt diese Geste macht, das verstehe ich absolut nicht. Ja, ja, Samoa Joe mit seinem möchte gern Godzilla-Themen. Ich
Mal ganz ehrlich, hört euch sein Thema an und hört euch da mal das alte Godzilla-Theme an. Also Theme-Theme, ist ja auch wurscht. Das klingt voll gleich. Klappe nochmal, haltet einfach bloß die Klappe. Ich hab Satz, euren Schafen da draußen zuzuhören, wie ihr für einen Haufen Hohlköpfe die Hufe durcheinander schlagt. Heute werdet ihr dem zuhören, was ich zu sagen habe. Und falls euch das nicht gefällt, dann ist mir das im Grunde auch egal. Also falls da jetzt ein paar Verleser drin sind, tut's mir leid, aber ne. Ich hau ihm direkt aufs Maul, weil ich das auch wollte. So, jetzt gibt's auf die Schnauze. Ich hab's angekündigt, dass ich ihm aufs Maul haue. Außerdem, es ist ein Braun Strowman. Der will alle verprügeln. Und deswegen gibt es ja jetzt einen Brawl. Außerdem, ich habe ja gesagt, es soll ja noch sowas wie ein Match geben. So, und jetzt geht's auf die Wampe. So, jetzt gibt's ja auch noch einen Stuhl. Oh, jetzt geht's draußen. Okay, das ist jetzt Sequenz. Und auf den Apron. Und dann noch gegen die Ringbalustrade. Also wenn das hier mal kein Sieg für Braun Strowman ist, weiß ich auch nicht. Unentschieden, ja, von wegen Arschlecken 650. Das ist definitiv ein Sieg für Braun Strowman. Man hat's ja auch in der letzten Sequenz gesehen. Ja, damit sind wir durch bei Raw's War. Und dann jetzt kommen wir zu WCW Nitro.